Du hast vorhin gesagt, 90% sind Energie, Transport und Landwirtschaft. Genau. Und die Landwirtschaft macht, soweit ich das weiß, global zwischen 20% und 30% der globalen Emissionen aus, also Treibhausgasemissionen. Wenn wir den Rest sozusagen hinkriegen in den nächsten 20, 30 Jahren, wie sieht es bei der Landwirtschaft aus? Was ist da gerade disruptiv? Die Hauptthemen, was Emissionen bei Landwirtschaft angeht, ist einmal die Milchproduktion und die Fleischproduktion, mhm. weil ich einfach da Rinder habe, die Methan ausstoßen und eben pupsen, wie du es vorhin genannt hast. Und jetzt ist spannend, wenn man das Thema Milch mal anschaut, was ist Milch? Milch ist 95% Wasser und 5% Milchproteine und andere biologische Stoffe, die da drin sind, die es zu Milch machen. Mhm. Und wenn man denkt, wie unglaublich ineffizient der Produktionsprozess heute ist, ich lasse irgendein Tier, das mhm. eine Weide irgendwie isst, ich brauche unglaublich viel Fläche, anwachsen, um dann eigentlich daraus die Milch zu ziehen, habe mhm. aber diese Produktionsmaschine umsonst dastehen, die mhm. viel Energie braucht, eigentlich und 95% Wasser produziert. Ja. Jetzt gibt es Startups, die, das Schlüsselwort ist Precision Fermentation, im Endeffekt den Bierbrauprozess. Ich mhm. nehme Mikroben, die Zucker nehmen und das umwandeln in Alkohol, mhm. im klassischen Alkoholgärungsprozess, übertrage ich jetzt gerade auf alles. Und da gibt es Startups, die das für Milch machen. Das heißt, die produzieren über so diesen Bierfermentationsprozess Milchproteine, fügen 95% Wasser hinzu und haben 1:1 Milch. Also mhm. das ist keine Hafermilch, das mhm. ist keine Sojamilch, das ist echte Kuhmilch, aber ohne die Kuh. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, was das bedeutet, ich habe einen unfassbaren Kostenvorteil, ich habe einen Flächenvorteil, ich brauche 99% weniger Wasser, ich habe 99% weniger Emissionen. Mhm. Das ist sozusagen der eine Part, der super spannend ist, was in vielen Bereichen der Ernährung gerade passiert. Mhm. Wenn man das mal weiterdenkt, utopisch, wie viele Flächen plötzlich frei werden auf der Welt, mhm. gibt es Rechnungen, dass, ich glaube, die gesamte Fläche von USA, China und Australien plötzlich renaturiert werden könnte, wenn wir diese Landwirtschaft aufgeben. Okay. Ja? Also darum bin ich so unglaublich optimistisch. Also Viehzucht kommt ja auch noch Fleisch raus. Und genau, und das zweite ist sozusagen Fleisch. Das ist auch in Deutschland mit dem politisch nicht so schönen Wort Laborfleisch gerade extrem stark im Kommen, was auch wieder viele Leute nicht auf dem Radar haben, weil ich glaube, vor 8, 9 Jahren hat 1 Kilo Laborfleisch ungefähr 1 Million gekostet. Mhm. Wir sind heute beim doppelten, dreifachen vielleicht. Also es gibt immer noch ein Green Premium, was ich vorhin erwähnt habe, ja. Aber der ist deutlich geringer geworden und die Kostenkurve, jedes Jahr wird sie geringer und ab einem Punkt, wo Laborfleisch günstiger wird als normales Fleisch und das meiste Fleisch, das wir essen, ist ja nicht, ich habe mir ein schönes Filet Mignon Steak irgendwie gebraten und das mhm. soll auch jeder wie der Oldtimer soll jeder mhm. noch fahren dürfen mhm. und können in Zukunft, aber ich sag mal 90-95% des Fleisches ist in irgendeinem Big Mac drin, wo es mhm. mir eigentlich völlig wurscht ist, wo das produziert wurde. Mhm. Also im Zweifel ist mir lieber schön steril in einer Produktionsstätte produziert worden, als in einem unmenschlichen, mit Leid versehenen irgendwie Kuhstall. Mhm. Und diese 90-95% Fleisch kann ich plötzlich eigentlich in einer Fabrik herstellen. Okay. Das exakt gleiche Fleisch ist, als wie wenn ich die Kuh produzieren würde. Okay, und gibt es das schon? Es gibt schon, ja. Kann ich das schon kaufen? Man kann in USA, Upside Foods zum Beispiel, waren so die Pioniere, da war auch mhm. eben unser Investor damals der erste Investor, mhm. Die haben die Zulassung von der FDA bekommen vor ungefähr einem Jahr. Das okay. heißt, man kann dort echtes Chicken, also wirklich Hähnchenfleisch kaufen, mhm. nicht irgendwie einen Sojaschnitzel Imitat, sondern echtes ja. Hähnchenfleisch, das aus der Produktion dort stammt, kann man kaufen. Und die dafür verwendeten Rohstoffe, weil das ist ja immer so noch dann so ein bisschen so der, es gibt ja immer die Einwände und auch gegenüber den Fleischersatzprodukten aus Soja gibt es ja dann den Einwand, auch Flächenverbrauch und tralala. Da ist es anders bei den eingesetzten Rohstoffen? Es ist immer besser, als das Tier einfach hochzuziehen. Also kann man mhm. sich ja auch wie beim E-Auto eigentlich mit gesundem Menschenverstand erklären, dass natürlich, wenn ich ein Tier erst aufwachsen muss, das mhm. hat ja lauter Sachen, die ich eigentlich am Ende im Fleisch nicht brauche, die ja. ich dann wegwerfe. Und ich kann ja wirklich dann nur rein aus diesen Rohstoffen. Ich brauche die ganze Fläche nicht. Also ich muss ja nicht erst die Pflanzen wachsen lassen, die das Tier dann isst, um dann das Tier mhm. irgendwo zu schlachten und dann irgendwo hin zu transportieren, sondern ich mhm. kann ja den Transport mir größtenteils sparen, weil ich die Fabriken näher an die Verbraucher packe. Mhm. Ich brauche die ganze Fläche nicht, weil ich das Tier nicht irgendwo weiden lassen muss. Der von Rügenwalder hat, glaube ich, mal gesagt, irgendwie, die haben ja irgendwie komplett auf vegetarische Wurstwaren umgestellt. Und er hat gesagt, ja, er findet es halt irgendwie doof, dass er diese Sachen erst durchs Tier durchpressen muss. Er macht es dann einfach gleich direkt. Genau. Gleich direkt. Also warum den Umweg gehen? Ja. Ich habe mal mit einem glühenden Rinderzüchter gesprochen und der meinte eben, dass die Rinder halt eine ganz tolle Aufgabe für uns Menschen übernehmen, dass sie nämlich, also dass wir in dem Fleisch der Rinder Nährstoffe zu uns nehmen können, die wir sonst nicht
vertragen würden. Also wir könnten das Gras halt nicht essen und daraus nicht die Nährstoffe rausziehen. Und deswegen sind die Rinder die Maschine dazwischen, die uns das ermöglicht. Und dieses künstliche Fleisch leistet dasselbe, 1:1, das ohne Leiden sozusagen? Ohne Leiden, genau. Ja, spannend. Und damit könnten wir dann diesen Anteil auch noch erheblich reduzieren oder fast auf null kriegen. Genau. Und wenn es dann gelingt, eben entsprechend auch günstiger zu sein. Wir haben ja jetzt gerade vor allem auch immer den Kampf, dass die Landwirte immer weniger für das kriegen, um uns zu ernähren. Und das würde wahrscheinlich ein paar Landwirte und ein paar Viehzüchter kosten dann. Ne? Das ist die große sozusagen Downside von so einer Transformation. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Mhm. Es gab damals, was ist mit den ganzen Pferden passiert? Wir haben sie gegessen tatsächlich. Ich habe das mal recherchiert. Mhm. Die Menschheit hat die ganzen Pferde von den Pferdekutschen gegessen. Mhm. Es gab jahrelang irgendwie Pferdefleisch auf dem Speiseplan und natürlich viele der Industrie der Pferdekutschen. Für die ist es nicht schön in dieser Zeit, genauso wie es jetzt für einen Verbrennerexperten, der 50 Jahre es gemacht hat, nicht schön ist. Wir werden die Auspuffe in der Mitte durchschneiden und dann als Pflanzkübel verwenden. Vielleicht, ja. Das ist dann wieder der grüne Idealismus. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wir brauchen immer ein Stück Idealismus, um am Anfang diese Kosten runterzubringen. Am Ende müssen wir es aber immer, da bin ich immer Verfechter der Marktwirtschaft, in den Mr. Burns-Test reinbekommen, dass es in der Masse funktioniert. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.